Hallo und willkommen zurück zu Sims 4, die Redaktion, Folge 7. Ja, wir haben in der letzten Folge Sandy Hermanns kennengelernt, die auch gerade hier noch mit der Luft quatscht, weil wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir fühlen uns nicht so gut, weil wir haben keinen Job. Und deswegen nehmen wir jetzt ein Schaumbad. Da können wir uns entspannen, über die Zukunft nachdenken, wie scheiße das Leben doch ist. Das findet er noch ganz toll. Und ich hoffe, das entspannt so ein bisschen die Lage. Hier seht ihr wieder diesen wunderbaren kleinen Kreis. Ne? Also, das läuft hier immer so weiter. Und da die Dana noch pennt, haben wir auch gerade nicht besonders viel zu tun. Ich meine, es ist ja auch Montagmorgen. 2 Uhr nachts. Da sollte man davon ausgehen, dass man im Bett liegt und pennt. Es sei denn natürlich, man ist so arbeitslos wie unsere beiden hier. Da kann man natürlich auch mal die Nacht zum Tag machen, ne? So, und wie lange will der jetzt noch da drin bleiben? Oh, die Hälfte haben wir ungefähr. Ach, guck mal, ich habe hier noch viel mehr. Gelangweilt. Schaumbad. Und unwohl, weil müde. Ja, super. Und wir haben immer noch kein zweites Bett. Ich kann es auch nicht ändern, weil wenn ich jetzt ein Bett kaufe, sind wir direkt wieder pleite. Okay. Da war er gerade mal ganz unten und hat U-Boot gespielt. Ach, guck mal. Geht doch direkt wieder besser hier. Und natürlich direkt ein hinterher. Immer voll in die Fresse. Jetzt geht's uns schlecht, weil wir Kohldampf haben. Dann gehst du mal in den Kühlschrank, Junge. Und da isst du dir mal einen Joghurt. Ist eh gut für die 4 Uhr. So. Und danach sind wir unwohl, weil wir müde sind. Super. Passt ja alles wie die Faust aufs Auge. So, Schaumbad hatten wir. Verspieltes Dekor. Was zur Hölle ist denn bitte schön hier verspieltes Dekor? Das ist ja wohl nicht das Ding hier, oder? Ach Gott, ich ahne es. Wenn die jetzt jedes Mal verspielt werden, nur weil dieses blöde Ding hier steht, dann verschwindet das irgendwo in einer der Schlafzimmer. Da können wir mal ganz schwer von ausgehen. Könnten wir ja eigentlich mal ausprobieren. Gehen wir eben ganz kurz in den Baumodus. Und dann packen wir das mal hier ins Schlafzimmer. So, hast du nur davon. Zu essen war lecker, jetzt noch schnell das Geschirr spülen. Aber wollten wir dann machen? Irgendwas anderes wollten wir dann noch machen, was aber jetzt aus der Leiste schon wieder rauszieht. Und ich bin der Meinung, das war nicht Penn. Okay, zumindest sind hier nicht mehr so viele negative Dinge. Und wir haben ja Gott sei Dank noch das Sofa. Weil ich der Meinung bin, Dana hat gerade im Schlaf wieder gesprochen mit uns. Och, guck mal. Okay. Ich bin kreativ gerade. Vielleicht sollte ich auch mal malen. Was haltet ihr davon? Wir sind jetzt mal kreativ an der Stapelei. Verspieltes Gemälde für 100 Euro. Dana wird mich umbringen, wenn nichts Gescheites dabei rauskommt. Okay, dann gucken wir mal. Ja, ich habe jetzt auch die Malereifähigkeit erworben. Sehr schön. Was haben wir hier? Parkbesuche. Ne? Das machen wir jetzt mal lieber nicht. Wir brauchen Kohle im Moment. Etwas von ausgezeichneter Qualität erstellen. Ja. Und höheren Level der Videospielfähigkeit erreichen. Das können wir danach machen. So, die Dame des Hauses schläft noch tief und fest. Die ist aber mittlerweile so ausgeschlafen, dass wir sie jetzt einfach mal aus dem Bett rausschmeißen. Ja, ich hab's mir gedacht, das Ding macht hier unsere Sims verspielt. Jetzt schnell noch einen Joghurt essen. Wir werden der Joghurthaushalt. Naja. Und eine
Oh, wer stinkt denn hier von den beiden so? Na, Mädel? Bist du schon wieder am Rauchen? Gucken wir mal. Was war denn das jetzt? Okay. Ach, jetzt gibt's mehr Ratschläge. Oder ich will mir direkt den Joghurt in die Fresse klatschen. Gott sei Dank plaudert sie nun mit mir. Ich will an den Computer. Ach, jetzt weiß ich, was hier stinkt. Chips. Chips hergestellt von Amphishan-Flecker. Das möchte ich sehen. Who's like Jeff now? So, Mädel. Dann pack das hier mal alles weg, bitte. Weil irgendeiner muss ja auch räumen. Und ich bin gerade derjenige, der das Geld verdient. So, sonst steht hier nichts mehr rum. Einmal. Zweimal. Hey, da war gar keine Tasse dabei. Oder doch? Aber Übung hat sie da drin. Und nu? Ey. Wie kochen? Ach so, für einen Gartensalat brauchen wir ja gar keinen Herd, oder? Oh, Narga! Grobe! Ach. Und nu? Zaporopandel. Bruja Galopa. Wir haben halt kein Geld für einen Mülleimer. Entschuldige mal bitte. Singula. Bin vorher Timfi Bissig. Was machen die beiden da? So, nee, nicht aufräumen. Was soll denn der Quatsch? Genau, machen. Wobei das ja schon wesentlich besser aussieht als am Anfang. Was ist denn Eisen für ein Problem? Wollte er gerade einen fahren lassen oder was? Super toll. Ja, wir puppeln noch ein bisschen im Ohr rum und würzen das danach. Wunderbar. Ich hoffe, davon will keiner was essen. Ja, und jetzt? Nochmal reinspucken oder was? Ja, wir machen ein bisschen Sport dabei, genau. Macht man ja auch so. Beim Salat machen, machen wir Sport. Jo, die Hälfte kippen wir daneben. Heute gibt's Gartensalat. Mit extra Ohrenschmalz. Lecker. Also wenn ihnen nämlich gleich davon schlecht wird, dann weiß ich nicht. Qualität okay. Ja, ist okay. Vollkommen in Ordnung. So, was macht sie? Sie will was trinken, ist soweit auch okay. Mir ist immer noch unwohl, wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn ich mir beim Zubereiten von so einem Salat in den Ohren rumpopel, wäre mir auch schlecht. Aber ich will Kohle verdienen und das heißt auch, er soll das Bild hier endlich fertigstellen. Komm Junge, zack, zack. So hungrig bist du nämlich gar nicht. Ja, komm, streck dich nochmal, schnapp dir den Pinsel und ran. Du sollst ja weitermalen. Och, guck mal, super geiles Bild. Voll der Burnerball. Ja, ich glaube, das gibt nicht mehr viel. Aber er hat ja auch nicht mehr weit bis zum Ziel. Nicht quatschen, weitermalen. Und was macht sie jetzt? Babsani Yimbamak. Ach so, okay. Slumpf. Nur mit mir quatschen. Dann passt es ja soweit. Und jetzt bin ich voll inspiriert. Deswegen mache ich jetzt ein Meisterwerk. Levelaufstieg. Oh, das ging ja schnell. Und jetzt bin ich energiegeladen. Lektion. Perfektionist.
Jörg ist ein Perfektionist. Perfektionisten benötigen länger für die Herstellung von Dingen, neigen aber dazu, Objekte von herausragender Qualität herzustellen. Das heißt, das Ding ist fertig. Da werden wir eine Leinwand drum machen, einen Rahmen, so. Und an den Sammler verkaufen. Und dann bringt das Ganze 117 Euro und 100 hat's gekostet. Yippie. Aber das Ganze ist soweit okay. Was passiert denn hier? Ach nee, das Klo ist kaputt. Ich sag da jetzt nichts zu. Kein Computer spielen. Klo reparieren. Ja, ersetzen für 125 Euro. Ich kann auch Geld scheißen. Ja. Du machst das schon. So, und du, mein Junge? Was macht der nu? Der malt ja schon wieder. Absib. Wer zur Hölle hat ihm gesagt, er soll jetzt bitte schön ein nächstes Bild malen? Okay. Das macht mir gerade ein wenig Angst. So, und das hier sieht auch ganz professionell aus. Die Hälfte haben wir schon. Und hier verdirbt wieder der Gartensalat mit Ohrenschmalz. Also das verstehe ich jetzt keinen Meter. Der pennt fast ein und sitzt trotzdem noch vorm Computer. Und währenddessen hat Dana mal die Geschicklichkeit erworben und es sieht so aus, als wenn das Klo repariert wird. Jawohl. So, mein Freund. Ab ins Bett. Und bei Dana klingelt das Telefon. Veronika Offermann möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Yeah. Wie viel haben wir denn überhaupt? Montagmorgen, 10:30. Klar, wir gehen noch mal schnell in die Dusche. Badewanne. Dies ist bereits die Haustür. Ja, was denn sonst? Raus aus der Badewanne. So. Anbrüllen, bitten zu gehen. Kennenlernen. So eine Dusche möchte ich auch haben. Herrgottszeiten, so eine Badewanne möchte ich auch haben. Einmal Stöpsel ziehen, in 2 Sekunden das Wasser raus. Ist klar, stehen vor der Haustür und unterhalten uns über Müll. Teile plündern, das tun wir doch mal eben. Das war jetzt, glaube ich, auch neu, wenn man irgendwas repariert oder... entwickelt oder so, da kann man halt so Teile finden, wenn man da in den Müll rumwühlt. Jetzt, hol die Tante doch mal hier rein, Mensch. Komm, jetzt reicht's. Erstmal abbrechen. Ja, und wenn sie nicht von alleine reinkommt, weiß ich es auch nicht. Gewöhnliches Tuning-Teil. So. Tratschen. Tratschen ist immer cool. Brinke Flanobo. No Quimbo. Kinder eigentlich an eine hautenge Leggings oder was? Dina. William. Da buste. Sieht komisch aus. Ist aber auf jeden Fall keine Leggings. Happy Arm. Hey, was machen die alle immer meinen Computer? Bin ich hier ein Internetcafé oder was? Also irgendwo nervt's. Wenigstens fragen könnte man ja mal, oder? Zaffo! Ja, wir reden hauptsächlich über das Geld. Ja.
yam. Nope, sir. Ich habe schon ganz viel davon verdient. Bla, bla, bla. Genau, bla, 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 bla. Aber trotzdem, die beiden verstehen sich irgendwie. Das Veronika, weißt du? Dankeschön. Fane? Do the Wallachay Grange! Autsch. Das war nu. Ah, Flarsen. Blorit. Kommt nu. Angenehmes Gespräch gerade eben. Ticken sie sich noch an. Jetzt ist ein angenehmes Gespräch. Auch nicht schlecht. Und was passiert hier so? Tief und fester Schlaf. Und die zockt tatsächlich bei mir am Computer. Ich fasse es ja nicht. Die hat übrigens schicke Socken an. Und dann die Schuhe dazu. Also einen Farbgeschmack hat die wirklich nicht. So, liebste Dana. Sie spült. Ach so, wir benutzen meinen Computer und waschen uns dann die Hände ab. Aha, okay. Jetzt geht's auch noch zu meiner Glotze. Da kriege ich doch die Kotze. Selten so einen unangenehmen Besuch gehabt wie diese Veronika. Hoffentlich ist sie schon wieder weg, wenn ich aufwache. In diesem Sinne, bis morgen zur nächsten Folge. Tschüss.